Hörst du das? Singt da jemand? Wo kommt das her? Gesang. Klingt, als kommt es aus dem Aufzug. Sicher sollen die Energiequelle angegriffen haben. Das wirft eine Menge neuer Fragen auf. Zeit für Arbeit. Wir treffen uns in der Wartung. Wie gesagt, der Hausmeister ist freundlich. Wartungssektor ist das Reich des Hausmeisters. Wenn ich Adi hier finde, kann er mir helfen, die Überbrückung zu erreichen. Vielleicht hast du mich trotz der Quarantäne in das älteste Haus gebracht. Vielleicht war es Adi. Er hat wohl den Aufzug erscheinen lassen, der mich in Trenches Büro brachte. Hilft Adi mir auch? Überbrückungsschalter des Direktors ist da, im Kontrollraum. Wie kommen wir da hin? Thank you.
ist das da hinten? Echt übel. Yeah.
Gut gemacht. Du hast den Job. Glückwünsche sind angebracht. Yippie Satana. Es passierte beim letzten Tropfen. Ich brauche wirklich einen Assistenten. Das Lustige ist, ich war mal Hausmeisterin. Eine Rolle, die mir mehr liegt, als Direktorin zu sein. Nur Arti scheint das hier zu begreifen. Ja, hi, Arti. Wir müssen die Quarantäne aufheben, sonst komme ich nicht in die anderen Sektoren. Kannst du mir helfen, zum Überbrückungsschalter zu kommen? Ja, ja. Ganz einfach. Ist gleich um die Ecke. Aber zuerst musst du mal was arbeiten. Nur wenig. Nur ein paar Stunden. Irgendetwas sagt mir, dass es länger dauern wird. Ja, du denkst, da ist ein Hund drin begraben. Ich sehe, du bist keine Schneegans von gestern. Deshalb wirst du eine gute Assistentin sein. Gut. Ich hau die Fakten auf den Tisch. Mäkele, Sonnen, Perkeles, Voran. Dieses Haus hat ein Ungezieferproblem, ein übles. Sie haben bereits die Kühlpumpen und die Generatoren der Energiequelle kaputt gemacht, Perkele. Und der Pensionär da drin spürt langsam, wie sich das Seil um seinen Kopf zusammenzieht. Die Situation muss gelöst werden, bevor die Quelle explodiert und wir alle verschwinden wie ein Forst in der Wüste. Perkele. Ich versuche mein Bestes, das zu verstehen. Die Kühlpumpen und Generatoren reparieren? Sonst explodiert die Energiequelle? Keine Angst. Ich habe Anweisungen hinterlassen. Du kommst schon noch dahinter, bevor ich Urlaub mache. Die Arbeiten auf der Tafel hier kannst du später machen, wenn du Zeit hast. Urlaub? Na klar. Ja, niemand streicht meinen Urlaub oder die Säbel rasseln. Aber keine Sorge, du nimmst das einfach in die Hand und dann ist diese Krise schnell Schnee von gestern. Du gehst besser jetzt, damit du nicht Hals über Kopf rennen musst.
Die Tür hinten führt zur Energiequelle. Die hintere Tür. Großartig. Danke, Arti. Okay, was passiert nochmal, wenn das Ding hochgeht? Strom. Explosion. Zu viel. Pflicht des Direktors. Die Lichter. Sind Sie neu? Sprechen Sie mit Leiter Arish in der Sicherheitskabine. Er hat das Sagen. Ma'am! Hey! Leiter Arish, FBC Sicherheit. Sollten Sie nicht in einem Schutzraum sein? Sie haben alle HAV. Wir sind auf derselben Seite. Ich bin Jessie Faden. Ich bin hier, um die Quarantäne mit dem Überbrückungsschalter aufzuheben. Ja, ja, Leiter Arish, FBC-Sicherheit. Ich bin... Oh, Moment. Sie sind die neue Direktorin. Zu Diensten, Ma'am. Lassen wir die Formalitäten, bitte. Stimmt, Faden. Ma'am. Wie Sie sehen können, ist die Kacke hier am Dampfen. Wir halten die Stellung, aber was auch immer unsere Kumpel befallen hat, lässt sie die Kühlpumpen und Spannungsumformer zerstören. Der NSC ist ständig überhitzt und meine Leute werden erschossen, bevor sie irgendwelche Reparaturen machen können. NSC? Sorry, Behördenjargon. So nennen wir die Energiequelle, das große rumpelnde Metallding. Salvador, der Sicherheitschef, bat mich, sie bei einem Angriff zu schützen. Ihr Inhalt ist nämlich gefährlich. Dr. Darling schien zu wissen, dass sie ein Ziel sein würde. Darling, ist er hier? Nein, er kam vor ein paar Tagen runter, bevor alles den Bach runterging. Er war total durch, stank wie ein Bierfass, faselte etwas von Sicherheitslücken und dass er nur einen großen HRV hatte, ihn aber woanders brauchte. Wenigstens hat er uns diese HRV gegeben, bevor er ging. Hey, hab ich erwähnt, dass er sich die Kleider vom Leib riss? Kranker Typ. Darling wusste, dass das Zischen kommt. Hören Sie, ich plaudere ja auch gerne, aber wir müssen die Wasser- und Elektroanlagen reparieren, bevor hier alles in die Luft fliegt. Ich sag meinen Leuten, sie sollen die Ausgänge für sie öffnen. Ich kümmere mich darum. Sie bleiben hier und halten die Zischer von der Energiequelle fern. Zischer? So heißen die jetzt? Klingt gut. Hören Sie, der Funk ist ausgefallen. Also wenn Sie meinen Boss Salvador da draußen finden, fragen Sie ihn bitte, was der Plan ist. Ich bin mir sicher, er hat inzwischen einen. Ich halte nach ihm Ausschau. Er hat wirklich viel Vertrauen in seinen Boss. Halten Sie durch.
Bricht alles zusammen. Durchgeschmort. Repariere es, bevor sich der Knacker in der Quelle in die Hose scheißt. Thank you.
Hier bricht alles zusammen. Repariere es schnell. Wenn die Quelle hochgeht, ist bei uns der Ofen aus. Thank you.
mein alter Feind, die Verstopfung. Sucht die Rohre heim. Kümmere dich um den Scheiß. Sie ist clever. Versucht, sich einzuschleichen. Wir haben sie mit der Hand in der Fischfalle erwischt. Werde sie los. Ein wenig durchhalten. Explosionsgefahr gebannt. Heben wir die Quarantäne auf.
sie zurück! Ich muss nachladen! Deshalb sind wir hier.
Das war's. Die anderen Sektoren sollten jetzt offen sein. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich Emily sage, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Ihr beide solltet euch kennenlernen. Sagte, wir sollten ihre sogenannte Zischer-Spruchformel dokumentieren. Wie? Etwa? Eigenhändig, mit Stift und Papier. Ich glaube, die Welt, dass wir draufgehen. Jesse, du hast es geschafft. Du hast die interne Quarantäne aufgehoben. Wir müssen reden, Emily. Ja, natürlich. Hör mal, Emily. Scheiß drauf, sag's ja einfach. Ich war nicht ganz ehrlich. Ich habe einen jüngeren Bruder, Dylan. Als Kinder fanden wir einen alten Dia-Projektor auf Ordinarys Müllhalde. Die Dias erzeugten Portale zu anderen Orten. Schlimme Dinge geschahen. Kamen durch. Das muss reichen. Den Rest behalte ich für mich. Aber wir fanden Hilfe. Durch eines der Portale stießen wir auf etwas. Ein Wesen. Ein Wesen? Was für ein Wesen? Schwer zu beschreiben, aber sie half uns. Wir konnten den Projektor ausschalten. Die schlimmen Dinge, die durch die Portale kamen, verschwanden. Danach kam die Behörde. Wollte uns schnappen. Ich lief davon. Dylan wurde erwischt. Ich ließ ihn zurück. Die Behörde nahm deinen Bruder mit? Ja. Sie haben es vertuscht. Niemand glaubte mir. Ich will nur Dylan finden. Seit diesem Tag suche ich ihn. Was ist mit dem Dia-Projektor passiert? Er klingt wie ein weiteres Objekt der Macht. Ich dachte, ihr hättet ihn. Die Behörde. Genau wie Dylan. Ich habe nie davon gehört. Aber hier ist alles streng geheim. Ich sah mir die Akten zum Ordinary AWE an, das du erwähnt hast. Trench und Darling waren beide beteiligt. Ein großer Bereich des Isolationssektors wurde dafür reserviert. Der Fall ist schon seit langer Zeit nicht mehr aktiv. Ich weiß nicht, ob da noch etwas ist. Kannst du mir mehr über dieses Wesen sagen, das ihr gefunden habt? Hoffen wir, dass ihr beide euch versteht. Sie begleitet mich seit Ordinary. In meinem Kopf. Sie führte mich her. Ich nenne sie Polaris. Wie dein eigener Polarstern? Wusste Polaris vom Zischen?
Wenn sie trotz der Quarantäne hier hereinkam, muss sie sehr mächtig sein. Was eine Erklärung für deine Testergebnisse sein könnte. Deine Werte sind unglaublich, Jesse. Und beim Gegenchecken mit der Datenbank fand ich 2 Treffer in Darlings alten Geheimakten. Leider kann ich nicht darauf zugreifen. Ich sehe nur die Codes. Einer war P6. Das bezieht sich auf einen Kandidaten als möglichen künftigen Direktor. Das wurde vor Jahren aufgezeichnet. Dylan. Ist das Dylan? Der 2. Treffer betrifft einen sogenannten Hetron, das mit diesen Hetron-Resonanzverstärkern zu tun haben muss. Ich weiß nur, dass Marshall nach dem ersten Angriff der Zischer in den Forschungssektor ging, um die HAV-Produktion zu sichern. Also, Marshall dürfte unsere beste Spur zu Dylan sein. Ich muss ihr folgen. Wie komme ich in den Forschungssektor? Mit meiner Schlüsselkarte. Der Sektorenlift bringt dich hin. Marshall ist der nächste Schritt. Was Emily über Ordinary sagte, die Verbindung meiner Kräfte mit der Historie der Behörde. Ich bin so nah an etwas dran. Spürst du es? Es liegt was in der Luft. Wir kommen abwechselnd zu Besuch. Ich half dir und du schuldest mir jetzt. Wenn die Zeit kommt, komm auch ich.